und herzlich willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch kennt. Ich bin der Jan. Ihr habt mich, glaube ich. Wer ist eigentlich Jan? Genau. Es ist Dezember schon wieder da. Für die, die es verpasst haben, ihr habt mich das letzte Mal live gesehen im Oktober, nachts um 3, wo ich mit Chris zusammen Speedrun auf der Bugger Crew gemacht habe. Aber jetzt bin ich wieder hier. Es ist wieder Zeit für Is It This or Is It That? Dieses wunderschöne Format, was ich mir von den Kanadiern geklaut habe. Und ich habe mir hier 4 Experten für Flaggen aller Art ausgewählt. Oder auch Opfer. Von Experten war nichts gesagt. Ihr habt nach den Dümmsten gefragt. Ja, ja, eben. genau. Ihr kennt das vielleicht noch vom letzten Jahr. Es gibt reale Flaggen, es gibt Fake-Flaggen. Dieses Jahr ein kleines bisschen schwieriger, da ich keine Flaggen von Ländern dabei habe, sondern nur von Bundesländern, Kantonen, Städte und so weiter und so fort. Ein Traum. Oh, ein Traum also. Ja, richtig. Genau, damit es auch richtig schön weird wird. Okay, kurze Frage. Ja, wenn du jetzt eine Flagge aus einem Anime oder so drin hast, ist sie ja trotzdem, also dann ist sie nicht real, weil es keine richtige, echte Real-Life-Flagge ist. Ja. Okay. Genau. Gut. Aber also, wenn du eine Flagge siehst, die real ist, die halt vielleicht irgendwann mal auch in einem Anime drin vorkam, ist sie immer noch real. Also es geht halt darum, gibt es ein reales Gegenstück? Ist die Flagge real? Okay. Also, weil eine Deutschlandflagge in einem Anime war, ist sie natürlich trotzdem eine reale Flagge, weil sie... Richtig. Genau. Ja. Und nicht fake. Ja, ja, genau. Gut, schön, dass wir alles verstanden haben. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt. Kandidaten haben so schöne Zettelchen hier. Einmal rot für fake... Und grün für real. Also eigentlich alles selbsterklärend. Mal gucken, was der Chat alles auch weiß. Sind die Kandidaten bereit für die erste Flagge? Nein. Egal, ihr kriegt sie trotzdem. Hier ist die erste Flagge. Das ist so eine Mischung aus Japan und Finnland. Bin ich immer noch. Sieht sehr gemischt aus. Ja, Mischung aus Japan und Finnland so irgendwie, aber ja, ich sag trotzdem... Real. Japan und Finnland, okay, wir haben dreimal Fake, einmal das Real. Ein Kanton sein oder so, keine Ahnung. Du sagst, irgendein Kanton von... Von Japan vielleicht. Von Japan, Fake, irgendeine Idee. Ja, zwei Mischung aus halt von zwei Flaggen aus, von griechischen und der japanischen. Ja. Das sieht halt echt aus wie, ich habe Paint geöffnet. Ich muss ja auch das Motto an mir haben. Die Flagge sieht interessant aus. Ja. Die sieht auch nicht schlecht aus. Mich. Ja, ganz genau das. Dann gucken wir mal, was mein Cheat Sheet sagt. Das Cheat Sheet sagt, Fake. Woo! Das ist die Flagge von Darton City aus Pantheon Stocking with Gutterbell. Den kennt man doch. Verdammt! Den guten Michael. Das ist richtig Paint. Das hätte ich sogar wissen müssen. Tja, aber das ist so lange hast du es nicht gewusst anscheinend. Das ist so lange her. Was sagt der Chat, der mir... Ah ja, guck mal, Windows, hallo? Muss mir hallo Windows. Windows tot. Windows ist grün. Ich hab Greenscreen. Du hast einen Greenscreen. Oh mein Gott. Das ist auch eine Flagge. Wer weiß, was das für eine Flagge ist? Lieber Chat. Yep. Das ist die Vereinigte Union der Streamer. Ja, yep. Hast du erstmal mein Handy. Ja, cool, danke. Ich repariere das. Nun. So, so sieht keine Finnland-Flagge aus. Nee, ja, Kermit, du hättest ja da sein können, hättest mitspielen können. Ja, Kermit, warum Pech gehabt. Warum mischt er eigentlich hier keine Cocktails für uns? Hm? Gute Frage. Eben. Alkoholfrei, aber cool. Flagge Nummer 2. Das ist auch schon wieder so ein Ding. Ist auch schon wieder so ein Ding, gell? Ja, das ist so wieder. Das. Keine Ahnung, das sieht aus, als könnte das wirklich jemand haben wollen. Ich sag real. Das ist so. Ich glaube, das sieht Richtung Russland aus, irgendwo. Es könnte halt auch wieder eiskalt eine Falle sein. Es könnte genau auch irgendwas irgendwo Richtung Korea sein, auch, finde ich. Ja. Oder eine schüchterne Version von Amerika. Aber ich will nur ein Stern. Du sagtest ja. Ein Stern. Deine Flagge trägt. Die Amerikaner, die haben alle blaue Sterne. Ja, nur Bundesländer, Kantone, Präfekturen oder sonst was. Ja, können auch Städte sein. Oh, danke. Oder auch Städte, okay. Du musst ab und zu mal einen Finger kennen. Ach so. Schande. Ich bin ja auch gerade überlegen.
Einmal Retour. Ach, dann einfach einmal alle gemeinsam untergehen. Also ich sag. Sag ich mal so. Wir haben viermal Real. Ja. Also, Idee? Ich möchte den Chat auch aber irgendwie nachher doch irgendwas, also irgendwas auf dem eurasischen Kontinent. Eurasischen, da hinten habe ich auch irgendwo Russland vorhin gehört. Ja, das war ich das auch. War ja. Russland. Für mich ist irgendwas richtig. Tatsächlich Korea oder so. Korea? War meine Überlegung auch. Ja, ich glaube, das ist nur ganz knapp daneben. Mein Cheat sagt, das ist real. Mhm. Das ist die Flagge von Indianapolis in Indiana, USA. Siehst du, Schüchtern ist Amerika. Und zwar ist es wohl so, dass dieser Stern in der Mitte irgendeine Statue darstellt und die vier weißen Dinger sind die Straßen, die auf dieses Ding hin führen. Schüchtern ist Amerika. Also, sei doch. Ich fühl den Vibe einfach richtig. Vibe? Ja, ich spüre das, wie schüchtern es ist. Ich wäre so gern ein bisschen Amerika, aber nur ein ganz kleines bisschen. Nun. Aber wir haben auch viele, die. Das Chat war sich auch nicht schlüssig. Wir haben hier so Dragon Ball, auch hier. Pyongyang, Nordkorea. Amerika. Das ist so eine Karte von Bulma, einfach nur ganz nah rangezoomt. Japanisch besetzt Amerika. Fand ich auch sehr lustig. Auch sehr cool, ja. Sehr real. Flagge Nummer 3. Real. Ich sag auch real. Es könnte ein Trigger sein, weil ja, es könnte es sieht aber extrem natürlich realistisch ja aus. Aber ohne Scheiß, Michael. Egal. Hi. Das ist immer diese 50-50-Chance zwischen. Ja. Ja, wenn ich jetzt ein Game Designer wäre und würde diese Flagge zeichnen, würde mein Chef mich dann feuern. Ich bin für Fake. Ja, so ein bisschen in der Richtung. Also, du hast sehr schnell real gesagt. Weißt du, was das ist? Nö, aber ich bin fast sicher, ich habe das schon mal gesehen und zwar irgendwas Richtung Indien oder so. Okay. Ich nehme an, Richtung Iran. Okay. So ihr sagt Fake. Arabischer Raum. Ja. Dann gucken wir mal auf mein Cheat Sheet. Ja. Was sagt das Cheat Sheet? Das Cheat Sheet sagt, das ist real. Ja. Yes. Und das ist Denison, Texas, USA. Also ich dachte, wow. Das ist wirklich so eine Sache zum Triggern gedacht. Okay. Ey, das kenne ich auf jeden Fall. Seine Flagge ist ja ähnlich, aber ist dann fake. Weil es also Mel räumt ab. 3 von 3 hier. Ich bin kennst dich aus. Ich bin Profi. Ihr habt da Profis gefragt. Ja, eben. Ja. Genau. Die größten Lappen. Texas, Indien. Kermit auch. Texas, Indien. Ist doch fast das gleich. Das liegt doch nebeneinander. Ja. Das sind Nachbarländer. Das sieht fast gleich aus. 2.000, 3.000 Kilometer dazwischen. Was bist du so auf die Äußerlichkeiten reduziert hier? Flagge ja, Nummer 4. Okay. Ist sie nicht hübsch? Boah, das sieht aber unglaublich das fake aus. Das sieht so unglaublich fake das aus. Das sieht bestimmt aus Indien. Das ist halt auch gerade so mein Gedanke. Das Land der aufgehenden Sonne. Ist China. Aber ich sag trotzdem fake, obwohl das so. Es sieht halt aus, als hätte ein Kind mit Paint so rumgespielt. Ja, ne? Ja aber. Für Paint ist die Sonne zu gut. Das ist doch bestimmt irgendwie Bangkok-mäßig in der Gegend. Paint, ja, aber. Na, gibt es bei Paint nicht immer, dass du so einen Kreis mit für Zack machen kannst oder halt so einen blauen Einzelkreis rauf? Es sieht halt wirklich weiß immens bad aus, aber. Aber ich sag trotzdem. Ja. Fake. Na, man. Ich weiß nicht. Ich treffe nicht so gerne Entscheidungen. Ja, vor allem wenn du. Du hast einen guten Ruf zu verlieren. Ja. Wir haben 3-mal Fake, 1-mal real. Ich sag Fake. Du sagst, es ist so scheiße, es ist real. Ja, klar, das ist. Ja, cool. Irgendeine Idee da hinten, was das sein könnte? Boah, es ist. Ne? Gute Frage. Ich glaube, da ist jemand mit einer Peitsche rübergegangen und hat viel getreten, dass er nochmal schnell eine Wattelflagge hat. Das sieht irgendwie aus, als wäre es auf jeden Fall irgendwie sowas. Ja. Ich rechne fast mit einem Western Comic. Western echt nicht. Ich finde irgendwas sieht ein bisschen auch wie Western-technisch sowas. Okay. Ja. So, also, fake, 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 real. Ja. Fake ist die richtige Antwort. Das Königreich von Azadistan aus Gundam Zero. Okay. Also, wir stellen fest, Anime-Leute können keine Flaggen entwerfen. Nicht unbedingt. Die sehen alle total fake aus. Ich fand halt die Begrenzung total seltsam. Die Kontur, ne? Die Kontur passt also überhaupt ist, nicht ist, in eine Flagge. Ist irgendein Königreich, was auch irgendwie so im Mittleren Osten irgendwo ist. Also, und so. Ja, passt so in die Richtung gedacht. Ja, ich hab den Anime gesehen, das ist mir zum Verhängnis geworden. Ich kannte die Flagge. Achso, du wolltest nur fair sein, ne? Ja, ja. Die Flagge von Tengkoppa ist mir kam die Flagge bekannt vor, das war mein Problem. Die Flagge von Tengen Topper kennt
eigentlich jeder, deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen. Die habe ich bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, genau. Ja. Ich wahrscheinlich auch, ja. Mel, immer noch 4 von 4. Mhm. Oh. Krass, Bruder. Mhm. Nun. Flagge Nummer 5. Was sagt Mel denn dazu? Das sieht gerade so aus. Das ist die. Das ist so echt. Das ist die. Das ist so echt. Ja, also das ist hat, meine Arsch. Ich habe am Anfang gedacht, am Anfang, das wäre ein Emu und das wäre diese Flagge der Armee von Australien, die damals gegen Emus verloren haben. Weißt du, was das ist? Das ist so bestimmt irgendein Bundesstaat, der einen ziemlich berühmten Nationalpark hat und dafür so eine Flagge wollte. Und mein liebstes Tier ist so eine Ente und dann fertig. Oder ist es halt irgendwie einfach nur eine Stadt, die den Nationalpark in der Nähe hat. Das kann auch sein. Ja, also, genau, irgendwie sowas. Also alle 4 sagen real tatsächlich. Ja. Ja, also irgendwas real, irgendwas mit Park in der Nähe und bla bla. Nationaltier ist eine Ente. Irgendwelche Stadt, was die Flagge von Peter. Die Flagge war zu gut, muss real sein. Die Flagge ist tatsächlich real und das ist Wiltshire in England, was westlich von London liegt. Hat das einen Nationalpark? Nein. Aber was zu tun, also lag ich richtig. Es also sieht so nein, richtig in Australien. Naja, Australien war der Knast von England, also. Ja, stimmt. Quasi, ja. Ich sah schon erstmal wie ein Emo aus. Ich glaube, Mel ist zu gut. Wir brauchen schwerere Flaggen. Vielleicht ist Nummer 6 schwerer für Mel. Oh, das ist so. Das ist so nix sagen, gell? Ja, es sieht so nahe Osten. Es ist schon wieder eins wie die ersten 3, aber ich sage es fake. Es ist wieder so verdammt. Ich sag, es ist. Da sind so viele Sterne drin. Sterne verwirren mich. Die sollen aufhören, so Sterne zu sein. Es reicht ein Stern, ne? Ja. Es reicht ein Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Das ist die Flagge von Central. Aus dem Film My Name is Earl. Gut. Das heißt, ich hätte nicht gewusst, fake ist, aber es ist fake. Ja. Es ist fake. Ich kenne den Film nicht. Tut mir ich leid. Auch nicht. Achso. Aber ich muss den Film ja nicht kennen, um dieses Quiz zu machen. Nein. Zum Glück nicht. So, also immer noch 6 von 6. Ja. Mel ist zu gut. Ja. So. Ja. Ja. Flagge Nummer 7. Selbstverständlich, ne? Oh, ist die nicht schön. Junge, das sieht aber echt aus, ich meine, gerade mit Photoshop Spaß gehabt, ne? Das ist eine britische Flagge, eine schottische Flagge, eine Sonne reingefotoshoppt, eine Krone. Was zur Hölle? Alter, das sieht jetzt wirklich nicht. Ich hätte gerne eine Collage von allen Dingen, die ich liebe. Ich mag Kronen, also ich mag Sonnen, ich mag Wellen, ich mag England. Wenn die echt verdammt fake aus. Ganz ehrlich, dann muss ich sagen, Leute haben echt keinen Geschmack in Flaggen. Ja, definitiv. Sorry, das sieht ja wirklich. So fake, wie es aussieht. Sieht so aus, weißt ey Leute, sag ich mache eine Partnerschaft zwischen Schottland und England. Weißt du was, ganz makaber? Ich eine Flagge für erstellen. Ganz makaber sage ich, das ist eine englische Kolonie irgendwo in Afrika. Ja, so irgendwie sowas. Das denke ich mir irgendwie auch. Oder? Wir haben ja auch so fake, wie im Chat haben wir so Sachen wie Großbritannien und Argentinien. Die englische Kriegsseeflagge. Okay. Die Flagge oben, die kommt mir bekannt vor. Ja, das ist hier, ja. Das ist England. Ja, aber der Hintergrund ist Großbritannien, ist klar. Aber mit der Krone. Ich hab schon wieder gegreenscreened. Oh, wieso machst du denn mein Jeffy kaputt? Tut mir leid. Ist doch gerade neu. Den Bildschirm nicht ausschalten. Aber die Flagge ist tatsächlich real. Das ist British Columbia in Kanada. Okay. Es ist tatsächlich. Oh bring mich um, Kanada, bring mich ja. Um. Oh, okay. Kanada, oh Kanada, oh Kanada. Irgendwie hasse ich es gerade, recht zu haben. Es passt übrigens es ist so schön, ist dass wir das von den Kanadiern gestohlen haben. Ja, ne? Das Game. Ja, die kommen übrigens aus British Columbia und die hatten in ihrer Version Berlin mit drin. Okay. Und Berlin fand ich aber zu leicht. Ja, deswegen habe ich die von British Columbia mit reingenommen als leicht, ja. Bonus quasi. Flagge Nummer 8. Oh Gott. Das ist ein Stinktier, das ein Fuchs trägt oder so irgendwie? Ja, ja, irgendwie so ein Tier, was ein Fuchs trägt. Aber was soll das sein? Leute, der Chat hat auch noch keine Ahnung. Nö. Becky, das Spiel heißt This or That. Ist diese Flagge real oder ist sie fake? Hallo Becky. Hallo. Hallo. Ich dachte gerade für kurze Momente. Wir haben hier Fake, Fake, Fake.
Viermal Fake, sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, ja. Ja, ich mach oh mein so. Gott, viermal Fake. Ich sag euch was, ich glaube, das ist nicht echt, weil ich zu erkennen glaube, dass nichts auf den Seiten gleich ist und ein guter Flaggenmacher würde darauf achten, dass irgendwie die Abstände gleich sind und er würde vor allem das Ganze spiegeln. Das ist ja nicht gespiegelt. Ist richtig. Die linke Seite obwohl, hat mehr Freiraum wie die rechte, ja, das also kann es nur Fake sein. Ist komplett schief. Tja. Das sieht halt wirklich... Was soll ich sagen? Aus. Diese Flagge ist real. Was? What? War klar. Das ist die Flagge von Irkutsk in Russland. The heck? Ja, die Russen. Die Russen. Die saufen. Das ist quasi ein Bundesland von Russland. Kennen die kein Spiegeltool? Gab's das nicht? Ist das aus wie Haben die kein Photoshop? Wodka? Anscheinend. Wodka? Wodka? Wodka Gorbatschow. Genau. Wodka, ey, Mel, du wusstest mal was nicht. Scheiße. Da wird's doch noch spannend. Ja, aber alle falsch. Aber alle haben falsch. Ja, also nicht wirklich. Flagge Nummer 9 sind wir. So, das ist aber unglaublich scheiß Qualität. Sorry. Das ist so eine Aufnahme von irgendwelchen. Oh, da ist ein UFO im Himmel. Kennt ihr? Es gibt so eine Partei, ich glaube, die heißen die Lilanen oder die Violetten oder so. Ja, gibt's. Ja. Und so sieht es irgendwie. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch die Grauen. Muss man auch mal bedenken. Es gibt auch die Braunen. Das sieht wirklich die so oder so fake aus, die Flagge. Also, es ist also die Grafik von der Flagge ist halt, wenn du die weißen Ränder siehst, ist halt wirklich. Nee. Es sieht so halt unglaublich fake wieder ausgefühlt. Die Spitzen sind doch irgendwie. Vor allem die Spitze oben, ja. Spitze dazu wie unten. Unter dem Einfluss von Wodka könnte niemand eine ordentliche Flagge malen. Challenge! Super. Challenge! Hab ich doch gesagt. Accepted! Kriegen wir noch ein bisschen Wodka hierher? Aber ich hab's doch hier gesagt. Wir starten vom Gorbatschow heute Mittag. Ja, also ich habe hier einmal Fake und dreimal noch unentschlossen. Ja, ich bin noch nicht so wirklich sicher. Ich habe nicht gesagt, dass die Fake ist. Ich da, einmal Fake. Ach so. Ah, okay. Ich sag, das da Anime. Max dabei. Irgendwas Anime-mäßig. Anime. Ist bestimmt aus Neon so Evangelion und Neon Genesis, okay. Aber ich sag real. Ich hab keine Ahnung, was denen ist. Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich sag real. Du sagst real. Real Madrid. Das ist so eine Trap. Aber... Das ist das National Council of Astronautics aus dem Film 2001 The Space Odyssey. Also damit Fake. Oh Mann. So, wer hatte Fake? Hatte nur Fake. Du, oder? Nee. Alle drei hatten Fake. Ich bin der Einzige. Du warst eins, der nichts hatte, gell? Yep. Du bist doch gut genau. Ich hab. Ja. Scheiße, nicht? So billig. Schön, gell? So, wir sind, glaube ich, jetzt schon bei Nummer 9? Nee, 10. 10? 10. Nummer 10 von 15. Fake. Was ist? Nein. Ich sag Amerika. Irgendwas in Amerika wieder. Komm. Australien. Amerika, Australien, so, keine Ahnung. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Das ist aber weiß der Geier oder? Das ist die Flagge von Wolle Petri. Das ist eine schlecht gezogene Flagge von irgendeiner Stadt. Irgendwie. Mexiko oder was? Nee, irgendwas, auch in Richtung auch Australien denken irgendwie oder so. Das vielleicht auch, aber... Afrika. Aber wobei, ich kann mir vorstellen, dass es real ist. Aber ich muss mal gegen alle... Du sagst Fake. Chris, kennst du die Flagge? Das richtig. Ist fake, das ist richtig, dass sie dir bekannt vorkommt. Eventuell, das ist die Flagge von Valverde aus Stirb langsam. Weißt du nicht? Wer hätte das gewusst? Der kannte sie auch. Sieht man die auch im Film? Oder ja. Nun. So. Das ist mein Problem, wenn ich irgendwo im Film eine Flagge gesehen habe, kommt mir die bekannt vor. Richtig, genau, das ist der Sinn dieses Spieles. Ja, das ist erfasst. Flagge Nummer 11. Super Smash, das Junge. Das ist gerade auch so ein Smash. Smash Level oder Smash Basketball. Wir haben ja Fake Smash. Fake Smash. Fake. Fake, auch Smash oder was? Ja, real, was glaubst du? Basketball. Das ist irgendwas Logo von Fake Smash, Fake Smash, Bull Smash. Keine Ahnung, von irgendeiner Institution. Von Japan irgendwas. Diese Flagge gehört zu Nagano in Japan. Das ist die Flagge von Nagano. Und damit real. Das kann nicht wahr sein. Doch. Vor allem habe ich es doch gesagt, das ist eine Flagge aus Japan. Doch, ein paar habe ich schon. Also ich habe die wenigsten Aktueller Zwischenstand nach
11 Flaggen? 11 Flaggen. War die 11, Mel ja. mit 10. Danach Ramwal mit 6. Dann Green mit 5. Und was? Killion mit 4. Unser Flaggenexperte Green. So viele, ja. So viel dazu, Chris. Spaß mit Flaggen. Ich rede von bekannten Flaggen. Die sind alle doch bekannt. Also ja, ich weiß nicht, was du hast. Die muss man doch kennen. Flagge Nummer 12. Das ist das Headquarter. Nein. Das ist das Headquarter von den Drohnen. Rammstein. Sag mir, komm. Wir haben dreimal real, einmal fake, irgendeine Ideen. Headquarter von ich sag Rammstein. Weil Maze wählt. Weil Maze. Und diesmal liege ich wieder falsch. Weißt so du? Einfach mache ich es mir nicht. Genau, richtig, genau wie auf Maze falsch. Aber es sah halt erstmal so aus, so World Government, Moment. Ja, aber oh, Fennec sagt, es wäre so fake. Keine Ahnung. Das oh. ist die Flagge von Lombardei in Italien. Das ist also real. Eine italienische Stadt. Enrico. Enrico guckt ganz kritisch. Ich kann nur den Kopf schütteln. Das waren jetzt alle bis auf Ramwal, oder? Nee, nee, alle bis auf Killion. Alle bis auf mich. Alle bis auf du musst weiter abfallen. Ja. Neben dir strahle ich noch viel heller. Ja, ja. Hier hast du ein bisschen was von meinem Glitzer. Ah, nein. Der ist doch eh schon überall auf Flagge. Du bist auch nicht mehr los. Das Nummer 13. Ja, das ist das Schlimme. Vor allem, ich habe noch gesehen, wie es abgefallen ist, runtergeregnet ist. So, nein. Mein Gesicht oder ein Pin? Flagge Nummer was? Es kennt oh, dein oh, Gesicht oh. nicht. Oh, oh. Das sieht echt so simpel aus, dass es wie real sein kann. Es ist diesmal sehr simpel, ist es aber es kann auch sehr komplex sein. Diesmal ist es was Indisches. Curry mit rein. Aber ich sag trotzdem real. Ist das aus One Piece? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Real, real, fake. Wie davor dachte ich, er ist One Piece. Deswegen dachte ich ja. Nein, 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 nein. One Piece. Nein, nein, nein. Okay, wir haben hier real, real, real. Irgendeine Idee? Nee, der sagt fake hier. Fake, ich ja, erstmal. Ich sag Curry mit Reis. Wo könnte das sein? Ich gehe von irgendwie Richtung via USA aus oder halt dann Indien wieder so Bereich. Ja. Ich weil weiß Melle nicht sein. Woher, aber fake, ich weiß warum, woher. Und weil Melse. Der rote Strich passt ja? nicht. Der passt nicht. Der passt nicht. Der ist nicht. Und der Sternchen kommt es bekannt vor. Also es okay. ist nicht aus One Piece. Nee, aber aus einem anderen Anime. Es ist der Planet der Harlem Globetrotter aus Futurama. Oh. Geil, also er ist real. Es sah so verdammt simpel aus. Der sah so simpel aus, dass es hätte sein können. Ja, es hätte real sein können. True, true. Wirken ja Flaggenmacher. Ah, Sternchen erinnert sich an Futurama. Schön. War gut. Ich glaube, wir sind bei 14, oder? Oh Gott. 14, die vorletzte Flagge. Ja. Kannst bei Mail gucken, zwei dazu zählen, dann bist du jetzt da. Wird's eng. T-Shirt. Der Tiger der sieht zu real. Der zieht also zu gut aus. Ding ist halt, oft sind einfach Tiere bei solchen Stadtflaggen oder sowas. Ja. Ja, wir haben ja sehr auch, so oder wir haben ja auch so bei Bundesländern so. Das sieht aus wie ein Bergtiger. Das sieht aus wie ein Bezirk in England. Ich denke, aber dem ohne Scheiße. Nee, nee, nicht England. Das ist auf das Blau, das ist irgendwas USA, würde ich sagen. Wo ist das denn nochmal? Also, wir haben viermal real. Konföderierten Flagge. USA. Ja? In der Richtung. USA? Was? USA? Was? Ja. USA? Flagge oder USA? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine der beiden Parteien. Chris, sag es. Mit herzlichen Grüßen gehen raus an Hickey. Das ist die Flagge von. Vladivostok in Russland. Woo! Sag ich doch. Vladi. Gut. Falsche Richtung, aber ey. Der Tiger, ja. Ach, deswegen war das schon. Jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Die Flagge Nummer 15. Das Beste habe ich mir für den, das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Hier ist Flagge Nummer 15. Die kenne ich doch. Ja, die kennt man. Ist das, ist nicht das Wappentier von Hessen? Aber ist die Frage? Nein, ist es nicht. Ja. Der Hessen-Ding ist. Ein Bär, ne? Eine nee. Deutsche Nein. Flagge ist das. Ist ein anderer Löwe. Aber es kann auch sein, dass er echt hart triggern gerade und wirklich irgendwie eine Fake-Flagge genommen hat, die unglaublich ähnlich sieht. Ich find's halt irritierend, dass da an dem Bein dieses Blau noch ist.
Guck dir das an. Ja? Das ist ein Pillermann. Da, da wurde was reduziert. Ja, ich glaube auch. In der falschen Farbe. Warum hat es an dem Knie noch so Ausläufe? Ich verstehe es nicht. Das also ist ein extra langes Bein. Irgendwas stimmt damit nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Wir haben hier Fake, Fake, irgendwas Real, Real. Damit. Irgendwas... Das ist das irgendwie von spielenden Nachmacher von einer bestimmten Flagge. Das ist Bootleg. Also, ihr kennt diese Flagge vielleicht. Aus Big Bang Theory. Ja. Das ist die Flagge der, der WG. Ah. Von Sheldon. Echt? Ja. Das heißt, diese Flagge ist allerdings real. Oh. Denn... Sie ist die Flagge von Leeuwarden in Holland vom Jahr 1750 bis 1947. Oh, yes. Also war das damals keine Grafik? Nein, real ist richtig. Nein, real nein, ist richtig. Nein, real. Gibt es im Real nicht. Aber wenn ich Rewe gehen möchte... Fertig. Einspruch. Der Einspruch. Mein, ja, was willst du denn bitte einsprechen? Das finde ich nicht fair. Wieso? Abgelehnt. So, weil sie nicht mehr im aktuellen Stand von heute jetzt noch real ist. Jetzt hab ich nur noch, jetzt hab ich nur es ist eine reale Flagge. Jetzt habe ich drei falsche, oder? Ja. Ja, du hast aber auch 12 richtige und hast damit gewonnen. Oh nein. Auf Platz 2 ist Ramwal. Du hast 9 von 15. Yeah. Und den letzten Platz teilen sich Killion und Green. Mit 7. Die letzten werden die ersten sein. Zusammen hätten sie gewonnen, ja. Zusammen hätten sie gewonnen, dann hätten sie 14. Ja. Also, tja. Wir sind zusammen ein Team. Da kann man sagen, wir sind im Team. Oh. Raus. Hohe Käse sind raus. Das würde schon fast als Chatwitz gelten, aber leider sind wir halt für uns. Ausrufezeichen Melvins. Richtig, so got your bag. Na, Moment. Es geht an meine Kappe. Denkt dran, wir machen das Ganze hier nicht umsonst. Wir machen das immer noch für einen guten Zweck. Ihr könnt aussuchen, wofür es, wo es hingeht. Ihr könnt da unten was rein donieren. Ich habe gesehen, da sind 150 Euro. Ich habe gehört, du tanzt jetzt. Ich muss tanzen, ja. Du tanzt jetzt gleich. Und danach geht's weiter mit Logo. Das hat irgendwas mit lustigen Firmen zu tun. Ja. Bleibt dran. Und wir sehen uns spätestens wieder, wenn ich mit meinem zweiten Spiel dran bin. Dann sehen wir mal, ob ihr gut Englisch könnt. Weil ich habe Liedtexte sehr schlecht übersetzt. Okay. Viel Spaß bis dahin. Wir sehen uns später wieder. Und viel Spaß bei Mels schönem Ausdruckstanz. Bis später.